Leute, was geht ab, Leute? Junge? Ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden. Wenn ihr wisst, wir versuchen uns jede Woche einmal, mindestens einmal zu treffen und einen neuen Kanal zu starten, Videos zu drehen und dies, das. Link ist unten in der Beschreibung zum neuen Kanal, falls irgendwann mal irgendwie was stattfindet und sich da was ergibt. Weil bisher sieht es sehr mau aus. Vor 2 Wochen, da waren noch alle am Start, da waren alle sehr motiviert. Letzte Woche nicht mehr so, da war nur noch Tati am Start, da ist einfach nicht zustande gekommen. Und diese Woche haben wir es hoffentlich geschafft, uns wieder alle zu versammeln, weil noch sind nicht alle da. Also erst wenn sie tatsächlich da sind, dann ist es sicher, bis dahin kann immer noch abgesagt werden. Schauen wir mal, wie das wird. Ich hatte schon letzte Woche die Hoffnung, die Motivation aufgegeben. Und dann hat der Kollege Spiele drin mir geschrieben. Video dazu habe ich gemacht, könnt ihr gerne abchecken. Hat mich wieder motiviert, hat mir wieder Mut zugesprochen. Auch wenn er eigentlich gesagt hat, und das ist natürlich wie immer politisch korrekt ausgedrückt von ihm, dass er meine Freunde zwar nicht beurteilen kann, aber die machen nicht so einen klassen Eindruck. Ja, stimmt schon, aber am Ende des Tages soll es einfach Spaß machen und hey, solange ich am Start bin, wird daraus schon was, keine Sorge. Ich hoffe, wenn der Stein einmal ins Rollen kommt, dann wird das was und dann wird es regelmäßiger, dann wird es auch leichter, jede Woche uns zu treffen und dann machen die anderen auch mal mit, zum Beispiel Chong oder Alex, auch wenn Chong jetzt sehr, sehr anti, das ist, was sie machen. Man weiß nie, wenn alles erstmal ins Rollen kommt, dann ist er vielleicht auch am Start. Tati zum Beispiel versucht ihn immer mit einzuladen und mit zu integrieren. Und ich bin da nicht so hilfsbereit. Obwohl wir ja eigentlich versuchen uns zu ändern und besser zu werden. Persönlichkeitsentwicklung, dies, das, bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Weil mein ursprünglicher Instinktgedanke ist natürlich, ja scheiß auf dich. Wir brauchen dich nicht. Ich brauch dich nicht. Ich werde es dir schon zeigen und dann, wenn ich 50.000, 100.000 Abonnenten habe, dann wirst du schon sehen, was du verpasst hast. Das ist so der ursprüngliche Gedanke, aber von dem wollen wir uns ja entfernen und weiterentwickeln. Weil ist ja nicht das erste Mal, dass es genau so ist und das beim letzten Mal war es genau so, dass alle mich im Stich gelassen haben. Und mein Gedanke war dann nicht, yo, ich versuche es trotzdem mit euch und dies, das, sondern ich werde es euch schon zeigen. Und am Ende des Tages habe ich es natürlich gezeigt und euch entwickelt, erschaffen. Aber das soll halt diesmal natürlich nicht so sein. Wir wollen die Fehler, obwohl es eigentlich kein Fehler ist, nicht wiederholen, aber wir wollen aus den Fehlern lernen und uns bessern. Deswegen kann Chong trotzdem mitmachen. Ich verstecke mich hier vor Leuten, die raiden, weil ich treffe mich mit meinen Kollegen hier am Sendinger Tor und hier sind 3 Arenen immer nebeneinander. Und da sind anscheinend welche, die sind auf Tour. Ich habe gerade keinen Bock auf die. Direkt loslegen. Ja, hey, die Zeit ist begrenzt. Hier geht's die ganze Klappe. Ja, wir auch, Mann. Ja. Aber ist jetzt hier alles offen, oder was? Noch ist offen, Alter. Keine Ahnung, wo sonst? Hier ist zu viel, Mann. Boah, das ist hier schon viel Platz direkt. Servus. Platz. Alter, du mit deiner Locke da immer, ohne Scheiß, Mann. Das ist Edgebrook. Das ist die Bitcoin-Locke. Ja, Mann. Wie läuft der Bitcoin, Mann, Barisch? Boah, das läuft schon, ne? Ja, es ist wegen $1000 gefallen, mein Gott. Oh nein, Mann. Alles gut. Ja, also momentan ist ruhig, sag ich mal. Leute, ich hab nicht gedacht, dass Demi kommt. Ja, noch ist er ja nicht da. Noch ist er nicht da. Gar nicht da. Wir sind schon über dem Treffpunkt, Mann. Also pünktlich ist er nicht. Was hat er gesagt? Hat er irgendwas gesagt? Er verspätet sich. Da kann man sich auch hinlocken. Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist er. Pullover, Alter. Ja, so, ich komm gleich hier komplett angezogen, Mann. Also es ist endkalt, Mann. Darf ich nicht erkälten, Alter. Heute wird eigentlich nur noch Chong, gell? Richtig, der Pullover von früher, als er noch gepasst hat, Alter. Mann. Hast du eigentlich verstanden, was er so gemeint hat, Mann? Ich hab heute schon mal gar Dame, nichts, oder? Bibi, Nico, Bob, Mati, ich will mir diese Negativität nicht geben. Ja, darum geht's ja nicht, aber halt. Das machst du schon. Ich hab echt keinen Bock drauf. Das heißt, was mach ich schon? Der will mich ja nicht verstehen, Mann. Du bist der Motivator. Ich bin. Ich bin das raus. Oh mein Gott, er ist doch der Einzige, der noch Pokémon spielt, Mann. Das geht nicht. Digga, das ist serious business. Er soll immer weiter zu. Mach immer meine Geschenke auf. Wieso hast du die Ordnung nicht dabei? Du spielst doch Pokémon, oder? Das ist ein gutes Spiel. Er ist echt. Den mag sogar ich, Mann. Ja, wer mag ihn nicht? Ja, den magst du richtig. Nein, aber er ist echt der krasseste Fußballer. Ja, überhaupt, Mann. Überhaupt. Der Prinz ist Fußball. Oh mein Gott, ich hab ernst gemeint. Ihr denkt, die reden über Fußball? Die reden über Tsubasa.
Über Misugi. Er hat ja bei den Dingen, er hatte bei den U16 Weltmeisterschaft, wurde er mal eingewechselt. Oh mein Gott, die Gagatine war. Was hat mit dem gemacht? Die Gagatine war zu krass, Mann. Er war zu krass. Er kommt 10 Minuten rein und alle erstmal. Mach Feindungstor sogar noch, Mann. Ich zerstöre sie alle. Ja, das war schon krass. Oh mein Gott. Ich bin auch eins gefeiert. Ich werde so eins feiern, Mann. Das wird echt geil, Mann. Da machen wir auch ein Video zu morgen. Also natürlich. Wir machen Let's Play. Ich weiß, keine Reichweite. Mit Einsatz, mit Einsatz. Also, dann stimmt dir der Ernst. Was für keine also Reichweite. Wenn du ein Spiel von Anfang an zockst und du bist immer dabei und machst, musst nicht mal Let's Play sein, sondern irgendwelche Sachen, ja, dann kannst du damit ohne Ende Leute ranholen. Ist echt so, Mann. Ich schau zum, ja, Beispiel dieser eine mega krasse YouTuber, der immer Jigglypuff spielt, Hungrybugs. Ich finde den Ends geil, so zuzuschauen, mhm, weil er spielt eigentlich einen Charakter, der nicht so gut ist. Ja? Ja, aber er ist halt bekannt, also. Ja, er war in der Szene, weil er ist krass. In der Szene bekannt. Er ist krass. Er, ja, ist krass. Ist Nummer 1 Melee-Spieler. Ja. Ja, aber du musst erstmal so krass werden und er ist von Anfang an dabei. Aber du musst. Nee, aber er ist krass als Turnierspieler. Das, ja, hat mit den Videos an sich. Aber er hat mit deinem Outsider-Charakter gespielt. Er hat nicht mit Meta gespielt. Ja, ja. Das war das Krasse. Er ist ja krass, aber. Ja. Ich meine, dadurch, dass er in der Turnierszene klasse ist, hat er sich direkt eine YouTube-Gemeinschaft, okay, aufgebaut. So meinst du das, okay. Und nicht, weil er Smash irgendwie gespielt hat, hat er klasse. Okay, Video. Ja. Von dem Aspekt schon, ja. Ja, gut. Aber trotzdem, Mann, also hast du gehört, wie die Smash-Community hier gerade untergeht? Nee, das habe ich nicht gehört. Wieso? Ja, weil so viele sexuelle Belästigungen und sowas. Was? Jetzt zum Beispiel Zero, der, ja, wurde jetzt komplett gecancelt. Der hat irgendwie mal mit einer Minderjährigen geschrieben und die da so sexuell belästigt. Sponsoren, alles weg, dies, das, also, oh, der könnte Gott, für immer weg sein. Zero, Nigo, richtig viele, also Smash-Community richtig dreckig, richtig, oh, Pedos. Was macht richtig die mir, Alter? Nur wegen diesen fucking YouTuber, oder was? Entschuldigung. Welchen YouTube? Nein, also Twitter, auf Twitter ist das meistens passiert, jetzt haben sich halt immer viele aber gemeldet. Kann es sein, dass andere Nein, Leute, sind es aber sind es Let's Play-Spiele oder nicht? Ja? Oder was sind das für welche? Das sind krasse Turnierspiele, die sind mega bekannt. Das ist einfach eine Community, die Smash-Community, ja, sozusagen. Ach so. Das sind so die besten machen Spieler. Die, machen die Videos und alles, oder nicht? Auch, aber... Aber hey, aber ganz ehrlich, kann man das auch nachweisen, dass wirklich... Ja, das, er hat es auch schon zugegeben, also vorbei, keine Hoffnung mehr. Zugegeben. Keine Hoffnung mehr. Tod. Er hat schon zugegeben, Gott. Er hat sich entschuldigt, er so, der? Ich werde mich zurückziehen und oh sowas. Mein Gott, die sind doch gar nicht so alt, die sind doch so... Anfang 20, Mitte 20, ja, genau. Es gab auch ältere. Aber es gibt halt auch viele Kinder in der Szene und irgendwie... Ja, nur. Und es ist viel passiert, irgendwelche Afterpartys, Alkohol und Belästigungen, Gerapschen, ja, und jetzt kommt alles langsam irgendwie ans Licht. Einer meldet sich, dann hat sich noch einer gemeldet und dann hier. Und dann hat jeder irgendwie auf einmal eine Story gehabt. Ja, ich wurde hier und da mal belästigt. Und oh mein Gott, das früher bei der Yugi-Community gab es sowas nicht, Mann. Doch, gab's auch. Oh mein Gott. Immer. Sexuelle Belästigung auf der Badisch wurde immer belästigt, Mann. Was? Nein, ich meine, ich habe andere gesehen. Ich habe mich für die Yu-Spieler geschämt. Da war daneben eine Hochzeit bei der Location. Wo war es? Ich weiß nicht. Wir waren irgendwo in Italien. Und da waren die halt die Frauen schöner angezogen und so weiter. Die pfeifen und so fette, hässliche Typen und so voll unverschämt. Alter, richtig, ja, geschämt. Okay. Da habe ich richtig Upturn of Review bekommen. Aber das war noch nicht minderjährig, oder? Nein, aber allein die Art, Alter. Ja, es war ja keine sexuelle, ja, Minderjährige ist ja dir noch schlimmer. Hallo, keine sexuelle Belästigung. Ja. Natürlich ist also es heutzutage, ja, also Barisch hat schon recht. Also heutzutage sind die da sehr, sehr sensibel. Also. Echt? Ja, ja. Mal übertrieben, Alter. Also heutzutage ist alles sehr, sehr penibel. Naja, auf jeden Fall hier. Nächstes Video. Auf jeden Fall, ja. Smash ist tot, Mann. Gott sei Dank, Smash ist tot, Mann. Nicht mehr, oder? Also auch Evo 2020 wurde gekündigt jetzt, also abgesagt. Also egal, ich halte die deutsche Szene am Leben, Jungs. Oh mein Gott, das kommt mal echt mal was für mich, Alter. Ah, die ist halt echt. Wie auf Demos sind, dass du irgendwas sagst. Ja, die ist doch hübsch, oder nicht? Die ist doch hübsch. Auch richtig süß, finde ich. Ja, ich war doch oft. Aber sie ist halt. Ich bin Glücksfan, aber ich Oh mein Gott, stimmt, ihr seid Glücksfan. Nein, ich spiele da nicht mehr, Mann. Mach mal wieder Geschenke auf. Du bist wieder ernst schwach geworden. Auch wenn es mich nicht juckt, aber. Ja, ja, aber auch wenn es mich nicht juckt. Ja, ich will deine Shinies mir abknüpfen. Tausch mit Tati. Du sollst mit mir untergehen. Tati, diese Glücksfreunde, Mann. Also mein Kiffer kann man gar nicht umgehen. Er hat schon seit einer Woche sich nicht eingeloggt. Tati, wer? Du? Ich? Seit zwei oder so? Zwei Wochen. Ich spiel nicht mehr, ich spiel echt nicht mehr. Aber komm, machen wir doch den Glückstausch. Nein, ich will echt nicht. Oh mein Gott, ist dein Ernst jetzt? Ohne Scheiß. Ja, dann gib mir dein Mewtwo. Du kannst meinen ganzen Account haben, wenn du willst. Okay. War Spaß. Die Sucht lässt nicht los. Nein, ich spiele echt nicht mehr, Mann. Ja, aber den Tausch machst du doch Glückstausch wenigstens. Alter, das nimmt so viel Zeit, Mann, in Anspruch und so viel Energie. Einmal tauschen, Mann. Bücher Beste. Oh mein Gott, das ist zu krass. Aber ich hab dir erzählt, gell? Ich musste echt auf deine Ecke. Die ersten Bücher, die ich gelesen habe, waren Harry Potter. Harry Potter, Mann. Nicht mal die hab ich gelesen.
Wollt ihr den Bitcoin-Channel, Finanz-Channel, TVA, was aktuell in der Welt abgeht, Geld drucken, die Fed, falls euch das interessiert, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, gibt's Bescheid. Das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, Mann. Das ist endlich. Wo hast du dich entwickelt, Alter, Mann? Wo hast du dich entwickelt, Mann? Oh mein Gott. Du bist immer noch Kappadon, Mann. Was willst du, Mann? Ich hab alle gar keine Ahnung, Mann. Nee, wirklich. Kryptowährungen, Anleihen, P2P, ETF, Aktien, alles Mögliche. Edelmetalle, Gold. Lachdurchstoff. Das war Dennis, nicht ich. Lachdurchstoff für Entwicklung, Alter, Mann. Auf Dennis könnten wir eigentlich auch reagieren. Der ist Dennis. Der Leinde. Ja, er hat ja auch einen Channel. Ach so, oh, Anime-Channel, oder? Ja, Mann. Ah, Dennis. Ich hab doch schon seine Yu-Gi-Oh-Karriere beendet. Wieso sollen wir noch seinen Teil beenden? Nee, wenn er glücklich ist, soll er so bleiben. Nein. Das ändern wir. Nehm ihm das Glück, Alter. Das ändern wir. Ich schwör's, ohne Spaß. Ich würde für Bitcoin kämpfen, weil es Freiheit für die Menschen ist, ohne Spaß. Das ist echt krass. Das ist recht so, Mann. Schau ganz kurz noch. Ja. Wenn du an der Gelddruckmaschine bist und ein Mensch bist und die Verlockung ist zu groß, dass du Geld druckst. Es ist einfach zu groß und bei Bitcoin gibt es es nicht. Ja. Versteht ihr? Die Verlockung ist zu groß. Der Mensch ist so gierig, er wird sich Geld nehmen, wenn er an dem Schalter ist. Ist er gierig, dass er bei Bitcoin irgendwas macht, Mann? Ja, aber das geht ja nicht. Aber das geht ja nicht. Geht aber nicht. Wo wollt ihr das wissen? Ja. Hä? Man sieht es auf der Blockchain, transparent. Ja, da kommt irgendein krasser Hacker und dann ist ja, aber weg, dann ist es vorbei. Seit 11,5 Jahren perfekt. Seit 11,5 Jahren kein Erfolg. Aber weißt du, seien wir doch ehrlich, ist es für einen Hacker nicht ein Anreiz, irgendwas richtig Heftiges auch mal zu knacken? Die sind bestimmt schon Leute dran. Die haben es nicht schon gemacht. Weiß ich ja nicht. Wir wissen es doch, Alter. Ist das schon richtig, Mann? Lest doch einfach nur mal ein Buch. Ganz kurz. Wir sind altmodisch. Bitcoin, Mann. Das beste Asset aller Zeiten. Aber echt, über 9 Millionen Prozent seit 11,5 Jahren. Das ist schon krass. Ich sag jetzt nicht, kauft Bitcoin, informiert euch einfach. Oder ich mach ein paar Videos für euch. Scheiße, so können wir es auch machen. Aber Hauptsache Mitlaber, Mann. Ja, aber Hauptsache Mitlaber, du auf der Welle schwimmen, Alter, Mann. Das sind die Fragen, Mann. Ich muss alles beantworten. Warte mal, die Kamera. Komm her, Baby. Die werden zerquetscht, euer Mann. Hau mal, da lebt er noch. Zu intime Fragen, Nico. Tut mir leid. Tadi, weißt du, was bei dir das Problem ist, Mann? Du bist so ein Hyper, Mann. Du hypest alles, Mann. Ja, Mann. Oh Mann. Ja, Mann. Das Mann. Ey, wo hypt er? Wann habe ich das letzte Mal was gehypt? Sag mir, was habe ich letztes Mal gehypt, Mann? Schon länger, ja. Die ganze Nachbarschaft. Er erzählt mir was. Ja, er erzählt mir was. Ja, er erzählt mir was. Er ist halt echt das Kind von euch. Er ist für alles offen. Ich informiere mich, bin offen. Und wo hype ich denn? Du hypst alles, Mann. Du hypst immer alles, Mann. Komm ich gerade zu dir, sag investier und mach und mach. Ich sag, Alter, lies ein Buch, dann vielleicht checkst du dann selber, Mann. Trotzdem, du bist nie gegen irgendwas. Du hypst immer alles, Mann. Alles, was ich gehypt habe, hat gestimmt, Mann. Allein der Burger und was weiß ich was. Nein, alles. Doch. Schau unser Video. Ach, aber kein Scheiß, Mann. Schau unser Video. Ich habe gesagt, zeig mir einen Burger, der besser ist als der Burgermeister. Ich bin da, immer noch da. Da habt ihr echt recht. Ich habe bis heute zeig mir einen Burger. Ja. Deutschland der beim Foodtruck war auch krass. Ja, war gut. Ja. Ich muss aber sagen, als wir Burger gegessen haben, letztens, der war so schlecht. War ich wusste gar nicht, wie gut der andere ist. Erst nachhinein, wo ich den schlechten gegessen habe, habe ich zu Wert geschätzt, wie gut der andere war. Im Vergleich dazu. Wir waren bei zwei Burgerläden. Wie können wir dann sagen, was schlecht ist, Mann? Nee. Der erste Koch, wie viele Burger hat er schon gegessen? Leute, ich habe so viel. Zeig mir einen Burger. Zeig mir einen Burger, der besser ist als der Bürgermeister. Zeig mir einen Burger. In Berlin. Ja? Challenge accepted. Nico, komm, nächste Woche. Burger Vlog. Nicht gut. Der war gut, aber ich fand. Verabschiedung. Ja, Verabschiedung. Also Nico, komm her. Auch wenn er mich disst die ganze Zeit. Alles hyped, ja, Alter, Mann. Das ist der erste Marsch und dann kommt immer runter. Ja, aber keine Vorurteile, okay? Und ich hype nicht alles, sondern... Du hypest alles. Ich hab... Ja. Ich hype nicht alles, ich push nur alles. Ja, genau. Auf jeden Fall echt korrekt, dass du gekommen bist, dass ihr gekommen seid. Dass die mir auch gekommen ist, Mann. Das muss man auch mal sagen, Mann. Ernst gut, Mann. Respekt. Und das war auch geil. Und das muss jetzt echt immer so laufen. Ich sag's euch, okay? Badisch Sonntag ist gute Zeit, Jungs. Komm ich immer. Bei Badisch war es 11 Uhr zu früh. Wir gehen noch essen, oder? Aber ich bin draußen, Mann. Ey, man muss auch sagen, Dimi bei Corona ist halt Schwerlastpatient, Mann. Deswegen muss schon seine Leistung respektieren, Alter. Wie gesagt, ich glaube, ich habe die Schatzruhe mit Bitcoin. Schreibt's in die Kommentare, Bitcoin, 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 da machen wir ein Video drüber. Dann recherchiere ich nochmal, Step by Step, was könnt ihr machen, was ist das Wichtige. Das kommt auf meinen normalen Kanal, gell? Also, ja, egal. Yeah. Wenn ihr das wollt, schreibt's in die Kommentare, Leute. Ist wirklich was Besonderes, von dem ich überzeugt bin. Und ist wirklich gut für die Menschheit. Go for it. Er will ja nichts von mir, ich gebe ihm einen Driftladen. Und was kriegt er? Normales YouTube. YouTube. Nicht shiny. Nicht shiny. Hab mich gefreut.
dieser Art. Ciao, du warst heute on fire. Nico, wir sehen uns, gell? Hau rein, Nico. Viel Spaß beim Burger, Spielothek und heute Nacht beim ASMR einschlafen. Auf jeden Fall. Du hast was im Haar. Du bist mit der Trampfung. Ja, Nico, im Haar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kommt Haar. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Komm mal mit. Schau mal. Schau dir mal die Geheimratze an. Es ist zu spät. Nach dem ganzen Burger gelabert von vorhin. Oh mein Gott, Pfeffer erwarte ich. Wo musst du lang, Karl? Morgen, wir sehen uns. Echt cooler Tag.